Ja, moin. So viel geht's gut, Ocelot, mein Lieber. Ja, das hört man noch hier. Ja, damals. Ja. Hab ich früher noch mit Dustin drüber gesprochen über den Kanal-Trailer. Ja, wir können uns nicht beschweren. Nächste Woche um die Zeit sind wir im Urlaub. Da sind wir in Österreich. Noch 4 Tage arbeiten. Und dann geht's ab in Urlaub. Herzlich willkommen. Back, Knockback, hi, schön, dass du da bist. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich mal wieder online. Ich bin's, der Fribbe. Mal wieder hier. Ja, lang war es her. Jetzt hat sich ein Termin gefunden. Da streame ich doch sehr gerne die EGTC. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Bock. Heute Abend in Watkins Glen unterwegs mit der Pro. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf einen schönen Stream. Hoffentlich klappt alles reibungslos, so wie wir uns das vorstellen. Und ja, was soll ich sagen? Gestern war schon der
Don Camillo und der Komanski am Start, der schon gestreamt. Und ja, heute Abend dann ich mit der Pro. Ich hoffe, der Ton passt so. Ich habe da vorhin wieder ein bisschen rumgespielt. Wir sind in Watkins Glen, wie gesagt. Wir haben 5,5 Kilometer Streckenlänge. Mittlerweile die Strecke ja schon ein paar Tage länger bei Gran Turismo und ich glaube, die macht auch echt Bock. Ist mal was anderes. Und Gianluca, danke dir für dein Follow und natürlich auch Fips. Fisbar77, danke für dein Follow. Schön, dass ihr am Start seid. Ja, 15 Kurven und wir fahren 35 Runden nachher im Hauptrennen und. Nee, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht sage ich auch was Falsches. 8 Runden im Sprint. Irgendwie so habe ich das wohl mitbekommen. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir können uns mal den Punktestand angucken, der Pro. So sieht es aktuell aus. Da haben wir. Dem Rennmeister vorne mit dem Lambo mit 502 Punkten. Dann kommt Project Apex mit dem Aston Martin mit 480 Punkte. Die beiden sind schon vorne weg, die werden das wohl untereinander ausmachen. Dann wird es wieder ein bisschen enger mit Nameless auf der 3 mit dem Lambo. 397 Punkte. Und SBM Team Liqui Moly auch mit dem Lambo 377 Punkte, also 20 Punkte Abstand. Dann auf der 5 Toyotas Racing Club. Die Jungs auch im Lambo unterwegs. FGR, Usen, Larry, hallo, schönen Abend, schön, dass du einschaltest. Dago WS Racing eSports mit dem Benz mit 355 Punkten und FGR Feel Good Racing im McLaren mit 317 Punkten. Ja, die beiden letztgenannten momentan rot markiert. Da muss noch was kommen, sonst geht's. Ja, wollte gerade absteigen sagen, aber ich denke mal, dass es für Saison 3 wieder einen Shootout geben wird, oder? Ja, und ansonsten gucken wir uns doch am besten mal den Lab Guide an und dann schauen wir gleich mal weiter. Ja, der gute Pascal hat den Lapguide gemacht. Auch einer von den ganz, ganz flotten Jungs. Finde ich natürlich echt cool, dass mittlerweile viele mit dem Lambo fahren. Eine Zeit lang war er mit dem Motor so ein bisschen verpönt. Also das war bei GT Sport noch. Jetzt bei GT7 ist es ja besser geworden. Und scheint auch so, als wenn die Autos momentan sehr gut funktionieren. Bis zum nächsten Update. Hier eine super Runde von Pascal. Sieht echt sauber aus. Ganz nah an die Mauer ran und dann ist die Runde auch schon beendet. So, das war die Lap von Pascal und ja, was kann man sonst noch Schönes sagen? Ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal rüber auf die Strecke, gucken, was es da noch so zu sehen gibt. Und dann haben wir noch 5 Minuten Zeit, bis das Quali losgeht. Heute mit Sprint und danach das Hauptrennen. Oder bevor wir rüber switchen, gucken wir nochmal hier. Ja, ein bisschen Zeit. Moin, Ötti. Thank you.
So, und jetzt geht's rüber auf die Strecke. Damit haben wir erstmal alles Wichtige gezeigt und ja, schauen wir, was auf der Strecke geht. So, da sind wir auf der Strecke. Gucken wir mal, was hier so los ist. Also ich muss sagen, der Trailer war echt klasse. Der hat mir richtig gut gefallen, habe ich auch zum ersten Mal gesehen, das ist so ein Trailer. Ganz, ganz stark. Echt, boah, schön animiert. Den Jojo im Mercedes-Benz von WS Racing vorne Super GT gerade gesehen gehabt. Und ja, wie gesagt, ich bin ja das erste Mal jetzt hier am Stream, ne? Ich bin schwer gespannt, was mich so erwartet. So, wir haben noch Raptor G im Lambo dabei. Dann haben wir die Himbeere. Mein alter Weggefährte hier. Der Retail vom Project Apex ist am Start mit dem Aston Martin. Natürlich mit der Werkslackierung. Dann haben wir B-Scratch, auch lange, lange, lange schon bekannt. Wir beide miteinander. Der Clem am Start mit dem wunderschönen Lambo. Direkt dahinter dann der Pascal gerade, aber in der Box. Bleiben wir mal hier auf dem Lambo drauf. Gleich geht's los mit dem Quali. 2 Minuten haben wir noch. Wenn ich was Falsches sage, muss ich einfach immer korrigieren. Ich hoffe, es passt aber. Ja. Mal, wer hier noch so unterwegs ist. Wie gesagt, Pascal in der Box, Super GT in der Box, Ruppi in der Box, Passat an der Box, der Andy, Neon Scorpion, Deep Tone und der Lukas. Herzliche Grüße auch an Lukas. Ja. Ruppi sieht soweit gut aus. Alles funktioniert, alles hört sich gut an. Tastatur funktioniert. Fahren wir onboard mit hier ein bisschen. Gucken wir uns das mal an. Da gucken wir, wie man alles hier bedienen kann bei Gran Turismo, ne? Ja, aber das sieht doch schick aus. Was dann sagt, die Quali geht los. Und so wollen wir es haben. Alle beigetreten. Ab geht die Post. Dann wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Und ja, wir sind gespannt. 1:40.803 von Neon Scorpio gerade. Da gucken wir mal, was jetzt im Quali tatsächlich geht. Wer hier die schnellste Runde sich holt. Hallo, bleib erstmal lieber. Dir geht's gut. So, die Quali ist eröffnet. Ab geht die Post. Und damit sollte Pascal im Bild mit dem orangen Rennmeister Lambo. Hallo, Benut. Können wir mal gucken, wer hier alles so unterwegs ist. Jetzt kommen sie alle raus, jetzt wird gefahren. Jojo hatten wir schon. Raptor kommt jetzt aus der Box raus. Der wunderschönen Lambo. Dann haben wir hier Deep Tone. Der Teamkollege, ich muss sagen, der Sound vom Benz hört sich echt schön an, ne? Wenn man dahinter guckt, da ist der Jojo. Hört sich schick an. Sieht auch ein bisschen laggy aus. Was gleich wieder ändert. Guck mal vorne, was der Passat macht. Roten Lamborghini, rot-schwarz. Ja, und dann auf ein schönes Quali. Da haben wir auch den McLaren von Feelgood Racing. Und jetzt geht es hier gleich auf die erste schnelle Runde. Vorne Pascal, dann der Super GT. Auf den Passat, der Clem. Und so weiter. Also, viel Erfolg, Jungs. Gucken wir mal, was Pascal vorne macht. Immer eine gute Referenz.
kommt hier ganz gut durch die Esses. Jetzt auf die lange Gerade. Dann sehen wir gleich mal die erste Zwischenzeit. Kurz vor Schikane kommt nämlich hier die erste Sektorzeit. 26,7. Was der VW Passat dahinter fährt. Aber wird es leider nicht angezeigt. Wie geht der Lambo hier durch die Schikane? Die hat es echt in sich, wenn du die nicht triffst. Kann es die schon mal aushebeln. Hat aber gut erwischt, jetzt hier runter in den dritten Gang. Hat eine sehr anspruchsvolle Strecke. Hier bergauf, bergab. Verschiedene Kurvenradien. Also echt schick. Im Winter haben wir eine Quali nicht, damit die Bedingungen für alle gleich sind. Der zweite Sektor, 1 Minute 2, 2, 6, 7 für den VW Passat, der jetzt auf den Super GT aufläuft, der direkt vor ihm ist. Dann macht er ja ein bisschen Platz hier oder zieht seine Runde durch. Wir schauen mal. Wir sind auf jeden Fall etwas langsamer unterwegs. Geht ja auch zur Seite, sehr fair, danke dir. Dann gucken wir mal. Hi, Pixie, mein Lieber. Gucken wir mal, was hier die ersten Zeiten bringen. Vorne ist Pascal, der als erstes über Start Ziel geht. Geht er unter die 1,40. Nein, 1,42,0 erstmal. Kommt dahinter der Passat. 1,41. Hier schnellste Runde von VW Passat erstmal. Der klemmt 42,0. Andri 42,6. Hinbere 42,0. Hinbere damit erstmal auf der 4. Der klemmt auf der 3. Deepton 42,1 gefahren. Leon Scorpio 41,0 direkt auf die Pole. 41,8 vom Lukas. 42,1 vom Jojo. Und der Rupi auf der 10. Also, das ist erstmal die provisorische Pole hier von Leon Scorpio. 41,037. Raptor G 42,1 gefahren. B-Scratch 42,4. Und was sagt der erste Sektor für Neon Skorpion? 29.000 Rückstand auf seine persönliche Bestzeit. Hier zählt bevor VW Passat. Das ist eine sehr starke Zeit von VW Passat. Also kenne ich ihn auch auf der NSL. Da war er immer sehr schnell unterwegs. Mal, wie es beim Lukas Evo läuft. Der hat sich eine Sekunde Strafe eingefangen. Das heißt für ihn erstmal, die Runde kann er vergessen. Pascal 2 Zehntel dahinter. Ist aber 3,5 Zehntel auf Purple gewesen. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Hallo Sascha, schön, dass du einschaltest. Wir gucken mal, was der Clem macht. Mit beim Clem 2,41,9 hat die etwas verbessert. Passat an der Box, Pascal jetzt auf die 2 vorrutscht. Der Super GT auf der 5, der Himbeere auf der 7. Jetzt der 40,9 von Leon Scorpion. Konnte sich auch noch mal verbessern. 5/10 hat er da noch mal abgeschrubbt von seiner Zeit. Aber beim Himbeere mit 42,0 aktuell, da fehlen 1,1 Sekunden. Was sagt der erste Sektor für den Benz? Jojo, der Teamkollege auf der 9, also beide WS-Fahrzeuge in den Top 10. Da kommt die Fastest Lap gerade eingeblendet nochmal von Neon Scorpio. Jetzt sind 6 Minuten unterwegs. Aber bis der Onboard mit hier beim Himbeere, kommt jetzt sehr weit raus. Alles sehr, sehr eng, alles innerhalb von einem Zehntel. Vielleicht kann er sich noch mal verbessern. So eine halbe Sekunde Verbesserung und direkt unter den Top 5 spülen. Schauen wir mal, wie weit es hier noch mit dem Meer nach vorne geht. Ah, der Abstand ist gleich geblieben zu seiner persönlichen Bestzeit. Momentan eher ein Zehntel zu langsam. Deepton TV hängt auch mit 65.000 direkt im Nacken. Der Teamkollege, der Jojo, jetzt bricht der Himbeere auch ab. Was macht Deepton? Geht hier vorbei. 42,135 seine persönlich schnellste Runde. Jetzt der Pascal, 40,859, absolute Bestzeit gefahren. Nochmal Zehntel vor Neon Scorpion und VW Passat immer noch auf der 3. Hält sich da sehr gut. Himbeere geht in die Box.
Und was macht die Ton? Kann sich verbessern. Nein, 69.000 haben gefehlt. Dann gehen wir mal zum Argo an die 42.1. Da sieht man, wie eng das ist. Jojo ist nur 13.000 davor. Rupi jetzt sogar 42.3 kommt sich auch nicht verbessern. Raptor G auf der 11, 21.000 dahinter. Also verdammt eng das Ganze. Der Röni, moin moin. Herzlich willkommen im Chat. Pascal jetzt mit der neuen schnellsten Runde. Aber wir sehen 1,3 Sekunden kriegen wir Agro Andi hier und er ist nur auf Platz 12. Also verdammt enges Feld. Da sind wir mit McLaren vom Ruppi. Scratch aktuell auf der 14. Gucken wir mal, oh, wilder Rutscher von Marco Andi. Was macht die Scratch? Da haben wir ihn. Ne, da haben wir ihn nicht. Da haben wir ihn. 42,3. Front- und Aufwärmungsschaden. Der hat den Lambo gerade mal in die Bande gestoppt. Sind auch schon über 8 Minuten unterwegs. Ich würde sagen, wir gucken noch mal. Der Rupi macht 42,3. 6000 Support wie Scratch. Geht hier gerade an den Benz vorbei vom Jojo. Alter Schwede, ist das eng. So soll es sein, so was spannend. Der Clip 41,6, neuer Rekord von ihm. Hat sich etwas nach vorne geschoben, aber auch Rupi ist jetzt auf persönlicher Bestzeit. Könnte vielleicht in den 41er Bereich vordringen, wenn er jetzt die gute letzte Kurve kommt. Da die Pascal, glaube ich, vorne oder der Lukas. Schauen wir mal, ob es die Verbesserung gibt. Na, leider nicht. An der Spitze, Pascal. Starten. Neon Scorpion 43,0, 43,7, das lief auch nicht perfekt. Jetzt der Riten 40,880. Riten 54.000 nach vorne gequetscht. Auch dünn hinter Pascal. Aber auch Neon Scorpion wieder auf Purple. 0,007 Sekunden. Was macht der Passat? Ist 2 Zehntel vom Clem. Raptor G auf der 6, Lukas nur auf der 7. Und auch Passat im ersten Sektor 41.000 Slow Purple. Und dann wirft er fast den Lambo weg in der Schikane. Geht jetzt hier auch weit. Harry, moin. Auch hier geht er weit. Was macht der Clem? Der hat eine Strafe und einen Schaden. Raptor G 41,6. 1,5 Zehntel vom Lukas. Geht da vielleicht noch was? Letzte Runde wieder angezeigt. Alter Schwede, das hier geht's ja richtig ab. Und jetzt gleich starten wir schon in das Sprintrennen. 41,6. Geht da noch was? Was sagt der zweite Sektor? Kann er sich noch mal verbessern? Hat jetzt hier einen der aus vor sich. Boah, 40,747, neue schnellste Runde von Neon Scorpion. Lukas Evo 41,19, konnte auch noch mal nach vorne schieben, der Lukas. Jojo 41,8, auch er jetzt in den Top 8 angekommen. Da hat die Runde geklappt für Jojo. Was macht Raptor G? Der verbessert sich nicht mehr. Also, sieht schwer nach Pole aus hier für Neon Scorpion. Dann der Pascal, dann der Riethelm. Lukas auf die 4 da vorne, Passat auf der 5, Flemme auf der 6, der Raptor G auf der 7, der Jojo auf der 8, Edgar Super GT auf der 9, der Himbeere auf der 10, konnte sich nicht mehr verbessern. Dann kommt Deep Tone, der Agro Andy auf der 12, Rupi auf der 13 und B-Scratch in der letzten Runde. Dann ist das Quali durch und dann geht's ins Sprintrennen, meine lieben Freunde. Was macht wie Scratch? 42,3, 1,6 Sekunden für ihn nach vorne. Also so die Boxrunde. War nicht so eine Rage, habe ich gar nicht gesehen. Stark von Neon Retail. Ja, hier hast du vollkommen recht. Köpfe. So, und dann geht es gleich ins Sprintrennen, meine Lieben. Also, boah, der Aston Martin, die alte Hochbrumme.
das Auto. Das alte Schiff hier. Wunderschöne Lackierung, muss man echt sagen. Ne? Das ist nett hier vom Neon Scorpion. Über ein Zehntel vom Pascal, aber auch der Vitel sehr stark vorne. Dann der Lukas Eber auf der 4. Muss man anerkennen. Stark gemacht. Wo wir gleich mal im Rennen, wie Pascal da gleich zurückschlagen wird und Lukas gegen die beiden Astons von Bra. Wir sind gespannt. Auch ein wirklich starkes Quali vom VW Passat. Auf Platz 5 weit nach vorne gefahren. 41,4, das ist schon eine verdammt starke Zeit, muss man sagen. Ne? Dann der Klemm. Runde die Top 6 ab. So, und jetzt gleich geht's los. 8 Runden fahren wir. Und ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Knappe Sache, sagt er ja. Ich antworte dir später, Flame Haze. Jetzt kann ich das nicht mal eben machen. Ja, Raptor G sagt, er ist Anfänger. Sehr gut. Ja, meine Lieben. Und natürlich könnt ihr wieder hier Driver of the Day voten. Ohne Danke für 100 Bits. Danke, mein Lieber. Herzlichen Dank, mein Lieber. Also, voten können wir und dann geht's ab. Ansonsten. Was kann ich sonst noch Schönes erzählen? Schwank aus meiner Jugend? Nee, lieber nicht, ne? Freue mich mal wieder vom PC zu sitzen. Ich muss erstmal wieder 3 Updates machen von Gran Turismo. Einmal den PC updaten. Mich wieder neu bei Twitch anmelden, aber ansonsten alles beim Alten, ne? Kommt davon, wenn man das alles so selten benutzt hier. Nee, Deep Tone ist nicht auf 4. Deep Tone steht aktuell auf Platz 11, mein Lieber. Lord Deadline. Deep Tone auf die 11 gekommen. Auch ein gutes Rennen, sagt der Pascal. Das heißt, jetzt gleich geht's los. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir ein geiles Rennen sehen werden. Und wie gesagt, es geht nur über 8 Runden. Und dann gucken wir gleich mal, was das Hauptrennen sagt. Start aus dem Starterfeld und reiche Reifen. Also, wer nutzt hier wie gut seine Reifen für 8 Runden? Ich denke mal, das sollten alle mit hinkommen. Und dann geht's gleich los. Jetzt am besten auf Verlassen drücken, da habe ich alles richtig gemacht. So, dann schauen wir mal zu. Ach, jetzt zeigt das nur falsch gemacht. Alle durcheinander hier. So, viel Erfolg, viel Spaß. Spitzi, hi. Oh, und Rennen ist freigegeben. Da kommt schon die erste von hinten nach vorne geschossen. Den Lambos mit Raptor Gioco. Da geht schon erst in den Wiesen. Da gibt es den Abflug. Da sehen wir schon ein Feelgood Racing Auto in der Wand. Hier Mac Knockback, der DOD haben will. Wir haben erstmal den Frontscheinwerfer vom VW Passat. Und das ist natürlich ärgerlich, da ist ein von den WM-Autos unbegrenzt der Himbeere, der den Victor im Nacken hat. Ludwigs. Himbeere jetzt hinter den Lambo zurückgefallen. Sieht dahinter aus. Da ist noch ein gutes Auto auf der 7. Lukas, Neon Scorpio. Lukas geht weit. Neon Scorpio geht vorbei. Boah, Lukas kann das Auto auf der Strecke halten. Fast abgeflogen. Nicht viel gefehlt. Mac Knockback, ich hoffe, du kannst diesen QR-Code hier scannen. Ansonsten sag doch mal Bescheid. Da ist ein viel gutes Auto.
Lordetta, sagst du. Ja, jetzt hast du recht, mein Lieber. Ja, Scorpion gegen Super. GT geht ja auch in den Rand vorbei. Wasserstart, ja. Nameless. Auch mittendrin irgendein Tümmel. Ah, Pascal auch mit dem Frontschaden. Lukas, sein Auto ist noch ganz. Clem, sein sind ganz. Riethelm auch. Ruby auch mit dem Frontschaden. Und Raptor G, Frontschaden auch mit dem Schaden. Und vorne die Scratch mit 1,6 Sekunden vor dem Andi. Jetzt erstmal gut nach vorne. Er hat freie Fahrt. Der Andi hat Druck vom Jolo. Aber gut, vom Jolo mit hier. Der ein bisschen Luft nach hinten hat. Ich habe nicht genau gesehen, wer da wen weggeschoben hat. Aber es ist auf jeden Fall ganz schön gerumpelt im Hinterfeld. Und jetzt kommen sie hier durch die erste Angelschoss. Mal gucken, wie gut der Benz auf den Graben geht. Lambo Benz, Lambo Benz. Und dann kommt der erste Martin von Neon Scorpion. Lukas jetzt auf die 8 vor, hat den Passara vor sich. Bremsen kann doch jeder Bullet. Aber die Drohne, der Amimere vorbei ist. Amimere muss aufpassen, dass Neon Scorpion nicht durchrutscht. Kommt ja aber gut aus auf die Karte raus. Ist ganz nah dran jetzt ja an die Drohne. Ah, okay, Pixie. Ja, guck mal hier, da freuen wir uns über so einen Rennstart hier. Richtig Action. Und das läuft super für die Scratch. Der vorne einfach einen Meter macht, weil Agro Andi da sich breit macht mit dem Lambo. Da ist der Fehler von Jojo. Oder war es Himbeere? Es war Jojo mit dem Fehler. Jojo geht vorbei, hat einen Schaden. Nein, keinen Schaden. Glück gehabt. Aber ne, ja, das ist natürlich auch mit einer Strafe. Ah, da steckt doch mal Neon Scorpion die Nase beim Himbeere rein. Jojo jetzt sogar Passat vorbeilassen müssen. Und jetzt geht Neon Scorpion an Himbeere vorbei. Das kann Himbeere einfach nicht halten. Und da ist der Abflug. Nochmal von Jojo. Jojo damit immer noch auf der 8. Himbeere und Passat tauschen auf die Plätze. Jetzt geht es richtig dahin für die BS-Fahrzeuge. Da weniger Kugeln haben wir einige Plätze verloren. Jetzt ist Lukas dran am Himbeere. Jojo nur noch auf der 9. Jojo noch auf dem Einspieler. Eine Sekunde Strafe. Und da geht Rita jetzt vorbei an dem Lambo von Pascal. Boah, Jungs. Eieiei, Jojo ist auf der 12. Aber der Clem kämpft hier gegen Rita und Pascal. Vorne wie Scratch. Aguani und Dieter auf der 3 jetzt. Er hat noch 5 Runden zu gehen und hier ist richtig Hitze drin. Ne? Ja, da sehen wir das auf der Geraden. Der ist eine Macht. Geht jetzt hier auch an Pascal vorbei. Ausdruck Pascal kommt dann wieder. Leco Mio, was für ein Manöver. Super fair gemacht, da dachte ich erst, er ist vorbei, der Ritter, aber Pascal außenrum in der Schikane. Das Manöver und Clem bleibt hinten dran. Und Jojo ist auch noch dran, bis die Strafe durchkommt. Guck mal, was vorne die Spitze macht. Oh, nur noch eine Sekunde. Langsam wird es enger für den B-Scratch. Aguan hat sich breit gefahren. Ja, von wegen, die Toronierungsgruppe im Folgen. Da die Ton. Und Neon Scorpion, Papa, Lukas, Himbeere. Alles ganz, ganz eng zusammen hier. Ah, Himbeere jetzt den Lukas vorbeigelassen. Sehen wir, es kann nicht ganz folgen mit dem Benz. In die Mittelmotorautos hat nur der erste Martin wohl eine Chance. Starke Sache. Und jetzt ist Passat hier in der besten Verfolgerperspektive hier, wie Dito nun von Neon Scorpion kriegt. Neustellt zu jetzt. Boah, da geht er vorbei, ganz schön auf der Bremse. Das wäre, glaube ich, dem Dito hinten reingefahren, der jetzt hier 2 Plätze direkt verliert. Und gleich auch noch einer Lukas in der Fächer. Fahren wir auch noch mit. Aber der erste auf der Geraden hat hier auch einen Wupp, ne? Wir sehen es, der kommt näher, aber nicht vorbei. Hat jetzt auch einen Bonschad, der Passat. Und da vorne sind wir schon Agro anliegen. 2 Sekunden für den Passat zum B-Scratch. B-Scratch muss jetzt langsam aufpassen.
geile Action hier. Lukas ist dran. Lukas wartet auf seine Chance. Auto ist nicht beschädigt. Himbeere ist eine Sekunde dahinter. Und dann sehen wir da hinten auch schon. Ronald hat den Argo Andi abgeschossen. Argo Andi in der Wand gehangen, hat den Lambo zerlegt. Wie Scratch jetzt gleich unter Feuer von Neo Scorpion. Lukas geht hier aus, dann die Ton vorbei. Schön gemacht. Himmel kriegt Druck von Super GT und dem Riedhelm. Hat sich Lukas jetzt hier Passat gleich im nächsten Schwung. Weiß man nicht, aber hier ist es verdammt eng. Der Mercedes kriegt Druck vom McLaren. Und der McLaren kriegt Druck vom Riedhelm. Alle letzte seit Schaden beheben, die ziehen alle durch, damit diese letzten vier Runden gleich noch was geht. 41,6 ist von Neon Scorpion. Dann hüpfen wir nochmal an die Spitze gleich. Super GT mit der Strafe, halbe Sekunde und der Ritter geht vorbei. Wie Scratch immer noch eine Sekunde vor Neon Scorpion, also echt stark, was wie Scratch im Rennen fährt für Nameless Motorsport. Passat auf der 3, jetzt auf der 4. Also bis jetzt für Nameless ein Bombensprint. Einiges Koppel gerade, gute 8 Titel verloren in der Runde. Weil beide gleich, gar nicht ganz gleich schnell, aber auch passt auf ein Level. Da kommt der Lukas, der gerade Passat vorbei ist. Lukas kämpft jetzt nach vorne. Oh, da geht er weit, der Passat. Und da hat sich das Auto beschädigt. Frontschaft von VW Passat. Himmel ist direkt dran. Oh, mit der Rutschaft von Super GT. Und da ist der Akku VW Passat hinten raus. Das sah gerade noch so gut aus, vier Kugeln vorher. Fahr mal schon bei Himmel, mit der auch hart am Rudern ist. Fast den Benz verloren. Also der Sprint hat es richtig in sich hier, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich muss jetzt mal meine Stimme ölen. Kommt, der Öl ist und geht. Ich wäre immer noch mit Rita am Kämpfen. Nach vorne geht doch nicht viel. Platz 5 wäre schon stark für Mire. Kann auch der 8 hinter Super GT. Und jetzt kriegt der Himmel gleich durch von hinten. Letzte Runde der Lukas Evo jetzt. 41,3. Und vorne Führungswechsel. Und Lukas ist direkt dran. Da gehen wir natürlich drauf. Gucken wir uns das an hier. Lukas im Windschatten. Das könnte gleich der Führungswechsel sein. Innerhalb von mega Kurven. Oh, Lukas hat einen mega Move gemacht. Jetzt aus dem Windschatten. Geht er außen rum. Schauen wir, ob er vorbeikommt. Lukas geht vorbei. Führungswechsel wieder. Aber kann hier gleich neben Scorpion wieder in den Rhein. Ja, er kann in den Rhein. Ganz, ganz leichte Bewegung. Berührung. Und B-Scratch versucht dran zu bleiben natürlich. B-Scratch will dranbleiben. Daher die Ton auf der 4, so wie gesagt, vom Lord Deadline. Boah, Lukas muss alles geben. Den wäre immer noch auf der 5. Mein Gott, was für ein Feuerwerk hier in den ersten 6 Runden. Aber auch Neon Scorpion ist hart am Kämpfen, fast das Auto verloren. Wollte dann den Lukas nicht in die Karre fahren. Sehen die Reifen aus, die bauen etwas mehr ab vom Lukas als von Neon Scorpion. Und wie Scratch versucht dran zu bleiben, weil von hinten kommt Deeper und Himbeere, Riedhelm, Super GT und der Pascal. Ja, und die Zuschauer feiern natürlich hier Deeper. Der hat eine Sekunde Rückschau auf wie Scratch hat und eine Sekunde Vorschau auf Himbeere. Also, Jung zieht durch. 2 Runden noch. 2 Runden noch. Der Mercedes hört man auf jeden Fall raus vom Sound her. Das ist echt schön. Sieht aus an der Spitze etwas Abstand für den Luca. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal schnell durchs Feld. Boah, die Nase im Abflug auf der. Ja, die Lobby leckt krass, ja, das stimmt wohl. Andi auf der 14, Rupi auf der 13, Raptor G auch weit nach hinten gefallen. Da haben wir den Passat, der auch weit nach hinten gefallen ist. Jojo mittlerweile gleich kein Sprit mehr. Und er hat hier richtig Action vor sich. Super GT
Und Pascal, da gewinnt er eine Position gegen Super GT. Ist direkt im Heck vom Klemmen. Da vorne Pascal auch eine Frontscharn hat. Dann kommt schon der Riethelm und der Himbeere. Und dann wird es nochmal richtig eng hier. B-Scratch, Deep Tone und Himbeere. Alle nur eine halbe Sekunde auseinander. Leon Scorpio und Lukas vorne auch nur 13. Da geht es um den Sieg im Schritt. Lukas muss pushen. Tanklampe ist an, ist auch Purple nochmal, aber direkt dahinter ist halt Neon Scorpio, ne? Der auch am Push ist wie Weltmeister. Boah, was eine Spannung hier. Die haben schon 3 Sekunden zwischen dich und die Scratch gemacht. Und jetzt geht's für die Jungs die letzte Runde. Neue schnellste Runde, 40.900. Boah, gucken wir mal raus hier aus dem Onboard, gucken was geht. Alter Schwede. Und da hinten kommen die beiden Lambos von B-Scratch und Deepton, Himbeere und Riethelm. Jetzt muss Lukas aufpassen, das können wir mal Angriff geben. 1/10 nur der Vorsprung. Ah, ich glaube, das wird nichts. Nein, das wird nichts. Aber Lukas darf sich hier keinen Fehler leisten. Oh, da kommt er weit raus. Glück gehabt. Tank ist auch gleich leer beim Lukas. Das passt genau hier. Oder einmal wie es hier aussieht. Das wird auch nochmal eng. Aber Himbeere und auch Riethelm sind hart am Kämpfen. Ja, ist alles sehr, sehr spannend, Fixi. Aber natürlich hier vorne an der Spitze ist es auch mit 14 verdammt spannend. Alter, gehen die beiden ein Tempo. Gerade waren es 3 Sekunden zu B-Scratch. Jetzt sind es 4,5 zu B-Scratch. Oh, und hier ist nochmal Action. Himbeere mit der Strafe. Verliert er noch eine Position. Auf den letzten Metern. Mann. Aber Lukas, muss das jetzt ins Ziel rennen? Tank ist gleich leer. 2 Kurven noch. Dann hat er es geschafft. Und er war noch auf Purple unterwegs. Dahinter kommt B-Scratch, der in die Platz 3 wohl ins Ziel rettet. Lange geführt hat, bis dann hier die beiden angeflogen kamen. Lukas und Neon Scorpion. Lukas mit dem schönen Manöver vorbeigegangen hier. Und gewinnt den Sprint. Herzlichen Glückwunsch. Alter Schwede, fast Action. Da kommt wie Scratch, der es auch geschafft hat. Und dann wird es richtig eng hier. Riethelm, der Himbeere, der Pascal. Tito auf den 7 noch zurückgefallen. Junge auf der 9. Passat 11. Dr. G jetzt hier. Auf der 12. Der Rupi auf der 13. Und der Andi dann auf der 12. 14. Alter Schwede. Ah, der Lambo, der Aston ist ein bisschen langsam auf der Geraden. Ja, naja. Der Schwede, aber gewonnen hat der Lukas. Das gut, die Zone noch mit der 40.848. Boah. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Was eine Leistung erstmal. Hohoho. Alter Verwalter. Boah, das Ergebnis gucken wir uns nochmal an. Boah, also Lukas, Hauch, also das, Respekt, stark. Da haben wir Neon Scorpio mit einem Bombenrennen, also haben die echt stark gemacht. Als letzter gestartet, dann zweiter gewonnen. B-Scratch, super gemacht hier. Auf der 3, der Riethelm auf der 4. War extrem spannend, ja. Dann der Himbeere hat es auf die 5 geschafft, weil Dito da nochmal eine Strafe gekriegt hat. Der Pascal auf der 6. Deep Tone, wie gesagt, auf der 7. Boah. Dann hier auf der 9 der Jojo. Der auch da ein bisschen Pech gehabt. Kam einmal kurz ab von der Strecke und dann ging es direkt weit nach hinten. Super GT auf der 10. Passat auch weit vorne gewesen. Ein Fehler auf der 11. Dann Raptor G 12. Rupi auf der 13. Und Andy auf der 14. Das war wirklich ein tolles Rennen. Hat echt Spaß gemacht, ne? So. Junge, 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 wie der die Race. Da scheint es wohl schwer Begeisterung zu geben. Bei Clem und auch bei Himbeere. Moin, Gudi, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ja,
Das wird gleich sehr, sehr spannend. Das wird gleich sehr spannend. Raum wird vorbereitet von Pascal. Macht das natürlich mit all seiner Routine. Ja, die Lobby leckt leider ein bisschen. Da muss ich euch recht geben. Ist eigentlich komisch. Hatten wir sonst normalerweise nicht so. Ich habe den Cage geleert. Ich bin außen vor. Ja, Jungs. Ist halt ein Gran Turismo-Spiel. Machst du ja nichts, außer guckst du doof zu. Ja, liebe Zuschauer. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, wann Pascal startet. Ob er jetzt direkt startet oder ob er noch kurz wartet, 5 Minütchen. Und ansonsten haben wir gleich ein verdammt spannendes Rennen. Erste Kurve stand plötzlich alle Fahrzeuge kurz still. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Raptor G. Wer fährt denn auch fort? Er fuhr fort und kam nie wieder. Wie gesagt, Drive of the Day könnt ihr voten. Boah, aber jetzt gerade, also wenn ich Drive of the Day. Klar, die ersten beiden hier. Lukas und Neon Skorpion. Aber wir dürfen nicht vergessen. Die Scratch. Hat's ganz stark gemacht, ne? War ein schönes Rennen, hat Spaß gemacht. Freue ich mich sehr aufs Hauptrennen jetzt gleich. Da gibt es auch Interviews. Ja, cool wäre, wenn der neue Mustang, der neue GT3 Mustang, irgendwann mal hier reingepatcht wird. Das ist natürlich richtig cool. Ne? Das Ding sieht ja auch klasse aus. Aus Japan kommt ja auch nochmal ein neuer. Start ist 21:07:03 Minuten. Jungs, dann gehe ich mal kurz Pipi machen. Ja. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz Bier wegbringen und dann sage ich euch bis gleich. So, ja, schau mal einer da, dann bin ich wieder. Ja, Jungs. Ich freue mich. Puh. Hey, Jute, da geht's ab. Genau, Jungs, das müsst ihr doch alle wissen im Chat. Hat das hier nichts zu suchen. Sowas wird alles immer im Discord geklärt. Und jetzt klären wir erstmal, wer das Hauptrennen gewinnt. Also, viel Erfolg alle. Ab geht's. Ich schaue mal zu. Da könnt ihr auch zuschauen.
hier wieder ein leichter Rucker am Start. Vorne erstmal der Pascal von Neon. Und der Lukas von der Vitel. Da hat gut geklappt. Direkt dahinter ist der Clem. Rattel Ski, da kommt der Himbeere, Passato und Jojo. Passato ein bisschen weit außen gewesen. Kämpft sich da nochmal gegen Jojo zurück. Jojo in der Wand. Aber kein Schaden genommen. Passato mit der Strafe, da kommt bei den McLarens. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Direkt in die Strafe in der ersten Runde. Boah, da schieben sie sich hier durch die Schikane durch. Jetzt die Chance hier für Super GT bei Passat reinzuhalten. Macht er auch. Und wieder hinter dann der Andi und die Scratch. Boah, hat sie erstmal nichts getan. Alter Verwalter, Jungs. Ah, da hinten geht. Komm weit, muss mich Scratch ziehen lassen. Aber so sind erstmal alle ohne großen Schaden durchgekommen. Ja. An der Spitze Pascal, halbe Sekunde Vorsprung. Boah, wieder Rutscher vom Lukas, der sein Auto in die Wand gestopft hat. Aber kein Schaden. Das war richtig Glück. Das sah schon so aus, als wenn er das Auto hier in die Wand stoppt. Haben, glaube ich, kurz angeschlagen. Auch der Clem hier weit rausgekommen. Die auch richtig geile Lackierung hier. Vom Toyota Racing Club. Fällt mir sehr gut. Und da muss jetzt der Clem aufpassen. Und Schatten saugt er sich gleich ran, der Raptor. Und der Himbeere und Jojo, die beiden WS-Autos jetzt hier auf 7 und 8. Sound ja mal was anderes als die Mittelmotor, Jungs hier. Und der Clem kriegt Druck. Aber bleibt erstmal dahinter. Fahren wir mal ein bisschen onboard mit hier. Da vorne sind wir auf Mittel. Auf weit raus. Ups. Nach hinten sehen wir hin, wie er mit Jojo kämpft. Muss ich sagen, da fallen wir mit dem gelben Scheinwerfer vom Jojo ein bisschen besser als vom Leere in Weiß. Traum dann wohl ein Traum, naja, Mixi. Das ist ein bisschen doppelt, ja. Oh, da hinten sehen wir. Dass der Jojo am Kämpfen ist mit Super GT, hat Jojo da einen kleinen Fehler gehabt, jetzt gab es eine kleine Berührung. Und dann geht der Jojo weit, Luca keinen Einschlag, aber natürlich jede Menge Probleme, jede Menge Plätze verloren, der arme Jojo. Ah, das läuft aber auch dann nicht, ey. Da gab es so eine kleine Berührung mit einem von den beiden FGR McLaren. Das Evo damit die schnellste Runde 1:41.150. Hier geht jetzt Agro Andi und wie Scratch in den Zweikampf. Agro Andi bleibt aber vorne. Kriegst du ja letztens noch das Bild für Siegerehrung gesehen, wo wir im Spa gewonnen haben mit Lambo. Wir beiden Chaoten. Schau mal, ob wie Scratch ich jetzt an Agro Andi vorbeisaugt. Nein. Der ist mal dahinter. An der Spitze kann sich Pascal nicht absetzen. Die beiden Lambos und die beiden Astons haben nur einen Verfolger und das ist der Clem. Der Clem da, sein Auto fast weggeworfen. Und Himbeere geht vorbei an Raptor G oder auch nicht. Und da kommen dann Passat und die beiden Feelgood Racing Autos. Da hat Spaß gemacht damit. Das war klasse. Der Pixie
unbedingt Lambo fahren. Haben wir dann gemacht, haben wir auch gewonnen. Damals. Gegen Raptor G. Pascal war die schnellste Runde. Nein, jetzt ist Neon Scorpion die schnellste Runde. Wir fahren mit 41.0. Wäre 42.9. Dafür wäre ich noch 2 Sekunden. Alter Schwede, ey. Ach, schon hart. Raptor G saugt sich jetzt an die Beeren ran. Kurz bremsen hier in der Schikane. Kommen sie beide gut durch. Aber auch Passat schließt langsam hier auf, Raptor G auf. Mit Passat, Rookie und Super GT beide dahinter. Emir kann nicht in Speed gehen vom Klemm vorne. Passat auch hier mit 41,8. Gut bei der Musik dabei. Oh, wilder Rutscher vom Rookie. Super GT ist direkt dran. Beim Wiener sich nicht. Deep Zone ist dann da auf der L. Und Jolo auf der 12. Konnte sich ein bisschen vom Klemm lösen und vom Scratch. Ah, hier kommt er wieder weit raus. Rupi, diesmal wechselt er mit Super GT die Positionen. Die Racing hier mit dem Switch vor Pascal, Neon und Lukas. Bis jetzt geht es ja auf jeden Fall gesittet dazu. Jetzt im Sprint gerade. Sich an die McLaren ransaugen kann. Ist da dran mit 2,5 Zehntel nur. Über eine Sekunde dahinter. Aber Opi spielt natürlich auch Handwindschatten von Super GT. Aber jetzt geht er hier vorbei, der Lambo. Deep Tone vorbei am Opi. Richtung Schikane. Boah, nebeneinander gehen sie in die Schikane. Autos bleiben aber ganz. Und vorne absetzen kann sich ein bisschen Super GT, während die beiden hier am Kämpfen sind. Und wir gucken uns mal kurz die F-Tabelle an. Und aktuell aus. Also Rennmeister 514 Punkte, Project Apex 492, Nameless 403. Die dürfen wohl 377, dann Coyote 64, 58 für WS Racing und die 3, also Platz 4, 5, 6, das könnte noch mal ein bisschen spannender werden. Da sind nicht so viele Punkte zwischen. Fury Racing leider etwas abgeschlagen. Und wie gesagt, Bogen für Driver of the Day. So, Jojo kommt jetzt auch immer näher. Da haben wir ihn nämlich nur 16 dahinter. Jetzt hier noch mal ein bisschen an, was Jojo macht. Der hat eine 2. Porsche auch vor Arnwandi. Und dann sehen wir gleich mal, was die Spitze macht. Dafür immer noch der Pascal. Schnellste Runde und jetzt aber Lukas Eo mit 41.06.0. Wind knappe 2 Meter die Sekunde. Bläst einmal quer über die Strecke. Jetzt hier in den S hat man so ein bisschen Gegenwind. Und jetzt ist Jojo auch dran. Hier 13 nur. Die Tor hat auch Windschatten. Da geht noch was für Jojo. Gucken wir mal, wie die Jungs in Richtung Schikane kommen. Abstand 4 Zehntel. Ich glaube, davor wird es spannender. Rupi gegen Deep Tone und der geht gut, der Lambo auf der Geraden. Boah, da ist das wieder richtig, richtig eng. Ich würde mich nicht wundern, wenn es da einmal erwischt. Wir hüpfen mal zur Spitze. Pascal, keine Luft zu atmen. Lukas gibt dem Neon Scorpion keine Luft. Hinterher muss ein bisschen abreißen lassen, hat aber allerdings eine Menge Forschung auf der Klemm. Jetzt hier die Strafe von Lukas Evo. Vitell 3 Sekunden schon zum Klemmen. Ist ein bisschen auseinandergezogen wieder hier zwischen Vitell und Lukas. Die einzigen, die am Kämpfen sind, vorne Pascal und Neon Scorpion. Klemm und Passat sind auch relativ weit voneinander getrennt. Nehmen wir am Raptor G vorbei.
goldenen Klemmen, da sieht auch soweit alles ganz gut aus. Runde 6 Reifen sehen schön aus, spritzt noch drin. Macht wieder einen Top-Job der Klemmen. Sekunden vor dem Passat, auch da Sprit und Reifen sehr ähnlich. Dann kommt der Himbeere, 2 Sekunden dahinter. Ja, sogar ein bisschen mehr Sprit in seinem Benz noch, über eine Sekunde Vorsprung jetzt vor Raptor G, der Super GT im Nacken hat. Aber Raptor G halbe Sekunde Strafe. Raptor G an beiden vorbei hier. Aber hier einer fehlt, glaube ich, in der Gleichung wieder. Oh, jetzt auf der 11. Und Raptor G kriegt jetzt Druck. Boom. Super GT. Ah, wobei der McLaren auf der Grand trotz Windschatten kaum näher kommt. Oh, da hat er fast das Auto weggeworfen. Der Teamkollege hat die halbe Sekunde Strafe. Julius ist dran. Diebton auf der 12. Also alles sehr spannend. Wo haben die dann? Gut, die Scratch. Die Scratch gerade nur auf der 14. Aber nur 2 Sekunden hinter Marco haben die. Also da ist noch nichts gegessen hier, ne? Und vorne Pascal gegen Neon Scorpion. Die beiden geben sich es richtig. Und der Aston spart auch ganz schön Sprit, wenn ich das so recht sehe. Sind sie in der 8. Runde, da ist noch richtig viel Sprit drin. Machen wir ein bisschen mit. Lukas ist wieder eine Sekunde rangerückt. Immer noch 41,3 davor. Also wir fahren echt noch Wahnsinnszeiten. 6. Runde war eine 41,4. Das muss man sich überlegen. Hier sehen wir jetzt die beiden Varianten. Eigentlich fahren alle nur soft, alles andere funktioniert nicht. Ich bin gespannt. Ich glaube, Neon Scorpion kann noch 2 Runden locker fahren. Das sieht bei Pascal aus. Da ist schon die Tanklampe an. Und bei Lukas auch. Also die beiden werden gleich kommen. Damit wird dann Neon Scorpion in Führung gehen. Und vielleicht kann er über den Schatten hier auch was machen hier. Dass er sagt, pass auf, ich fahre mit euch mit. Sparen wir mal ein bisschen den Sprit. Und gucke, dass ich dann so beim Tanken weniger Zeit in der Box verbringe als ihr. Pascal wird noch eine Runde fahren, aber jetzt auch bei Neon Scorpion der Tank angegangen. Jetzt leuchtet es auch bei ihm. Sehr, sehr eng, das fällt noch zusammen innerhalb von 21 Sekunden. Keiner geht hier in die Box, alle bleiben draußen. Vettel 1,4 Sekunden noch hinter Lukas. 41,2 gerade gefahren, auch eine sehr, sehr gute Zeit. Hier haben wir den Klemmen. Da geht der Passat in die Box. Der erste in der Box. Und mal Himbeere, ob er durchfährt. Da geht er nicht vorbei. Ja, Himbeere geht vorbei. Kämpft aber mit Super GT. Ja, Jungs, seid euch einig. Himbeere lässt ein bisschen Luft, nimmt jetzt Schwung, versucht mal zu kontern. Ja, Himbeere mit dem Mercedes geht auch wieder vorbei. Super GT direkt im Windschatten. Ulrich auf der 9, kommt auch nach vorn. Ein Passat vorbeigegangen. Jetzt Himbeere macht hier die Innenbahn zu, wird aber leicht angestupst vom Super GT, zumindest sieht so aus. Aber wenn die Lobby genauso laggy ist, wie ich sie hier sehe, ist das kein einfaches Fahren und auch sehr schwer zu überholen. Der weit raus, Super GT, Auto geht ab, beim wieder auf die Strecke kommen. Von ihm sehen wir seinen Teamkollegen, der den Jojo im Nacken hat. Also WSR gegen FGR. Die werden jetzt gleich alle an die Box kommen. Das kann sich ja nicht anschauen on board. Himbeere, letzte Runde nur eine 44,1. Das ist nicht schnell. Alle deutlich schneller, die dahinter sind. Alle kommen jetzt an die Box.
Vorne mit Pascal, Neon Scorpio und Lukas auch. Wobei, vielleicht fährt Neon Scorpio noch eine Runde. Schauen wir mal. Nein, alle kommen an die Box. Ja. Vitell fährt noch eine Runde. Stark. Vitell fährt hier die 9. Runde zu Ende. Und auch Rupi fährt noch eine Runde. Rupi fährt noch eine Runde. Und 20 Sekunden verlieren wir ungefähr beim Stop. Also Rupi hier auch eine Runde länger unterwegs. Ich bin mal gespannt, wer sich hier eine Strafe holt. Pascal ist schon wieder raus. Neon Scorpion ist schon wieder raus. Da kommen die beiden aus der Box. Abstand 1 Sekunde. Hat sie nicht viel getan. Lukas, ganz andere Strategie. Der hat mehr getankt und keine Reifen. Alle haben keine Reifen gewechselt. Okay, interessant. Lukas hat etwas mehr Sprit mitgenommen. Sieht beim Klemmer aus, neue Reifen und auch viel Sprit, wie der Lukas vor ihm. Passat, halbe Sekunde Strafe. Hat hier Super GT und Himbeere hinter sich. Super GT mit neuen Reifen, Himbeere neue Reifen, Himbeere geht direkt vorbei. Nein, bleibt noch dahinter. Alter, ist das am Lenken. Jetzt aber vielleicht Himbeere beim Leben. Der Benz geht gut auf der Graben. Aber keine Chance. Jolo hat einen Platz gewonnen, der nur Raptor G vor sich. Ah, erstmal Super GT vorbei. Wie sieht's hier aus? Jojo und Raptor G hart am Kämpfen, die beiden. Jojo drückt sich jetzt hier innen gleich durch. Schauen wir mal. Ah, jetzt außen rum Jojo gegen Raptor G. Der, boah, brutal. Geht da wohl vorbei. Himbeere vielleicht davor auch außen rum. Schauen wir mal. Ja, auch Himbeere geht vorbei. Starke Wand, die beiden Autos. Jetzt ja um 8 und 10. Passat davor 2,5 Sekunden. Riedhelm in der Box jetzt. Pascal geht vorbei. Neon Scorpio geht vorbei. Lukas, denke ich mal, wird knapp. Gucke mal. Da ist Lukas. Ob er am Riedhelm vorbeigeht? Nein, Riedhelm ist vorher rausgekommen. Riedhelm über die Boxenstops am Lukas vorbei, weil Lukas viel mehr getankt hat. Rupi ist noch an der Box. Mal, ob Rupi vor Himbeere rauskommt. Nee, Rupi hat auch eine andere Strategie. Himbeere haben jetzt auf der 7. Da kommt Rupi erst raus. Also für den ging es nochmal ordentlich nach hinten. So, 11 von 35 Runden haben wir. Da geht noch was. Die ersten 20 Minuten haben wir ungefähr geschafft. Und Jojo hat Druck von Raptor G. Jetzt holen wir noch von Lukas die 41-060. Wir haben gesehen, dass die ersten beiden Teams vorne keine Reifen gewechselt haben. Wilder Rutscher von Jojo, Jojo mit der Abflug. Da hat sie Jojo erwischt. Das Ding ist jetzt aber platt. Frontschaden, Aufhörungsschaden. Ach, ärgerlich. Er hat sich gerade wieder nach vorne gekämpft und dann der Abflug. Oh Mann. Ja, da ist jetzt auch alles Matsche. Ach, der arme Junge. Vorne Pascal, Neon Scorpio, halbe Sekunde. Die geben sich's wieder. Ist der 5 Sekunden dahinter. Der Lukas und der Klemmer auf der 5. Und weiter in einem stabilen Rennen. Ist hier aus allem raus und fährt hier seinen Stiefel. Ah, die Rennleitung sagt's grad. Der Wind hat gedreht und auch ein bisschen aufgefrischt. Das wird aber den Riedhelm auch näher, wenn ich das richtig sehe.
und aktuell auf Purple Leon Scorpion. Aber auch hier haben wir gesehen, er ist am Limit unterwegs, Pascal auch ein bisschen verbremst. Also die gehen sich schon gut zu, da hier die beiden. Zwei Sekunden hat der Vitell noch Porsche oder Lukas. Fangen wir uns mal den Rundenvergleich an. Vitell jetzt die erste fliegende Runde. 41,8. Lukas 41,4. 4 Zehntel aufgeholt. Und die beiden, oder die vier davor, haben schon über 60, fast 10 Sekunden Vorsprung auf den Klemmen. Oh, Lukas weit rausgekommen, das könnte eine Strafe geben. Noch wird nichts angezeigt. Wie sieht's hier aus? 2,2 Sekunden der Klemmen und Passat. Klemmen halt volles Auto noch, Reifen sehen gut aus. Alles entspannt beim Klemmen. Passat, bisschen mehr Sprit an Bord als der Klemm. 41,4 Grad gefahren hat sie jetzt auch schon hier nochmal auf 4 Sekunden abgesetzt vom Himbeere. Kann der Himbeere nicht ganz folgen. Da fährt der Passat eine interessante Linie und damit ist der Himbeere jetzt vorbei. Und da dreht es einfach mit McLaren fast. Super GT, weil die richtig gute Position war, vielleicht ein bisschen irritiert, dass auf einmal der Formel Passat wieder auf der Strecke auftauchte. Wie jetzt wieder hinter ihm, Aguani auf der L12, 5,5 Sekunden vor B-Stretch und Jojo 12 Sekunden hinter. Ja, mit Jojo gerade die Runde, dann war nichts. 2,20 und dann die 2,02 nach dem Stop. Vorne 13. Lass uns die Luft dünner für Pascal, der darf keinen Fehler erlauben. In Halbzeit nähern wir uns. So, hier Driver of the Day holen, wenn ihr Bock habt. Und jetzt ist, glaube ich, der Pascal fällig. Und das war's. Boah, er hat aber die Innenbahn und holt gut. Und Leon Scorpion ist auch so vernünftig, da ihn nicht reinzuhalten und um da einen Schaden oder einen Abflug zu riskieren. Hat natürlich jetzt Pascal gut Zeit gebracht. 18 die Forschung hat er jetzt wieder. Muss sich Leon Scorpion erstmal wieder erkämpfen. Ah, Rita und Lukas, 2,5 Sekunden. Da hat der Lukas vielleicht gerade Strafe gehabt. Der Klemm und Himbeere 6,2 Sekunden voneinander getrennt. Also wie gesagt, für den Klemm weiterhin. Alles im Griff. Aber dann wird es spannend hier. Die Turm 2,2 Sekunden zum Himbeere. Himbeere mit dem Benz. Dann kommt Deepton, Passat, Raptor G, alle ganz dicht beisammen. Die drei hier, Super GT hat etwas in Luft. Wir planen jetzt mal ein bisschen hier mit. Ich muss das mal an. Ob wir Passat gerade mit dem zurücksetzen einmal. Jetzt sind die beiden CRC-Autos mit Vorsicht und Geduld. Passat.
ran, zwei Zehntel. Da wo den Lambo. Geht da was? Brauchst du noch rum? Nein. Da ist er zu vernünftig für, das probiert er nicht. Schönes Ding. Da. Rapper G folgt zugleich. Machen Sie gute Jungs. Imbere, 2,3 Sekunden. Da ist auch kein Fehler erlauben. Er ist sofort hier Platz 6 weg. Ist jetzt ein gutes Rennen von Imbere, ohne große Fehler. Nutzt die Chance, die sich hier bietet. Und da ist der Abflug vom Deep Tone. Boah, also alle gut gehabt, dass es keinen Schaden gab. Das Frau Wittmanns hat auch durch die Aktion keine Position verliert, wie aus dem Deep Tone. Aber das war schon mal eng. Jetzt haben sie gute Strafe, hagelt sich für ihn. Jetzt geht Passat bei ihm vorbei. Deep Tone wieder mit einem wilden Drift. Passat geht vorbei, der Teamkollege gleich auch. Und vorne gab es einen Führungswechsel. Wir und Scrooge und Pascal haben den zugetauscht. Da hat er nicht gesehen. Das ist die letzte Runde 41-3 zu 42-5. Da gab es einen kleinen Fehler von Pascal und so ist er vorbeigegangen, der Neon Scorpion. Sind die Reifen noch besser aus und der Tank ist auch ein bisschen voller hier bei Neon Scorpion. Ja, stark gemacht. Pascal muss jetzt auch zum Stop kommen. Schon fast eine Halbzeit. Jetzt bei Rietelm aus und Lukas, auch da tut sich nichts. Lukas struggle wohl ein bisschen mit den Reifen. 3 Sekunden ist der Abstand. Vorhin waren es mal 2, dann 2,5. Rietelm immer noch 5 Sekunden hinter der Spitze. Sieht gut aus hier für Project Apex. Für Rennhalbzeit. Natürlich auch für SBM, keine Frage. Spannend. Kleine Fehler werden hier sofort bestraft. Pascal wird hier immer fahren und da wohl an die Box. Guck mal, was der Klemm macht. Aber der nutzt seine Reifen eigentlich gar nicht ab. Der fährt hier ganz entspannt seinen Stiefel. Immer noch 6 Sekunden zu Beere. Beeres Reifen sehen noch ganz gut aus. Hat gerade das erste Mal eine 41,9 gefahren. Also der nimmt das hier wohl als Training, weil er einfach wieder schneller. Nein, Spaß beiseite. Passat jetzt vorbei an Raptor G und auch an Deep Tone. Kurz direkt eine Sekunde absetzen, macht jetzt Jagd auf Himbeere. Merken uns mal 3,5 Sekunden, gucken wir mal, wie lange das dann noch anhält. Hier haben wir dann Raptor G und Deep Tone, die auch die Position getauscht haben, weil Deep Tone ja die Strafe hatte. Strategisch beide gleich unterwegs. Und da kommt der P 2,3 Sekunden vor Agro Agni. 42,7, letzte Runde, schnellste 42,4, also von daher relativ konstant unterwegs, aber fehlt eben eine halbe Sekunde, um dann nochmal weiter nach vorne zu kommen. Vorhanden, 42,3, schnellste Runde gefahren. Ja, beide auf einem Level unterwegs. Super GT, 6 Sekunden nochmal dahinter. 42,1, gerade für die schnellste Runde, hat 4,5 Sekunden Vorsprung vor B-Scratch, aber konnte auch keinen Schaden. Dann haben wir B-Scratch, der 42,498 gefahren ist, der schnellste Runde. Der Jojo, der wohl gerade nochmal an der Box war, voll getankt hat, so sieht's aus. Kommt gerade aus der Box, ist genau zwischen Platz 1 und 2 wieder rausgekommen. Oder zwischen 3 und 4. Pascal jetzt an der Box, hat die mal komplett leer. Da haben wir Pascal. Rietelm und auch Lukas bleiben noch draußen. Ja, wie gesagt, 28 Sekunden ist die Verlustzeit in der Box. Ja, wollen wir mal, wie Lukas hier gleich an Jojo vorbeigeht. Und von Lukas war etwas langsam mit einer 42,6, also sonst konstant 41er Zeiten gefahren. Also wie ein Uhrwerk, genauso wie der Ritter und auch Neon Scorpion oder Pascal. Die machen das schon echt stark, hier geht aber Lukas mal weit. Muss auch ganz schön zaubern, dass das Auto auf der Strecke hält.
Wenn dagegen immer noch 6,2 Sekunden vorhin wäre, zieht das nicht der Zwergwasserstiefel durch. Reifenverschleiß sieht auch echt klasse aus immer noch. Himbeere 3 Sekunden vor Passat. Passat ist echt schneller als der Himbeere. Der Himbeere hat noch mal 42,0 gerade gefahren. Das Passat ist da schneller unterwegs. Er fährt nämlich 41,8. Und wird sich hier über kurz oder lang die Himbeere wieder schnappen. Ohne den Fehlerpullen wäre da auch schon lange, lange vorbei. So, jetzt haben wir die halbe Stunde rum. Wir sind in der 18. Runde. Das glaube ich auch, das ist dann auch spannend vorne mit dem Team. Da ist die Strafe für Raptor G, Deep Tone direkt dahinter. Pascal muss jetzt aufpassen, dass er keinen Verkehr kriegt. Das wäre nämlich echt ärgerlich. Weil jetzt hat er nämlich hier den Raptor G direkt vor der Nase. Das ist natürlich schlecht für Pascal. Pascal muss gucken, dass er schnell dran vorbeikommt oder löst dann in die Box fahren. Neon Scorpion hat auch schon viel getan, hat schon hier 70 Liter drin. 80. Ah, bitte genauso. Lukas Sauer in der Box. Und Daniel nimmt erstmal die Führung, weil er draußen bleibt. Sehr gut. Ich glaube, das geht nichts für Neon Scorpion. Das geht nichts für Pascal hier. Dass der Neon Scorpion da vorher durch ist. Und jetzt hier aus der Box, ja, ist deutlich davor, wo Pascal jetzt auf Passat jetzt vielleicht vorbeigeht. Ah, nee, geht erstmal nicht vorbei, vielleicht aus dem Windschatten. Kommen die beiden im Verkehr raus, ja. Aber Neon Scorpion hat Glück, dass der Passat hinter ihm ist. Hat nur den Himmel ja 2 Sekunden vor sich. Pascal hat immer noch hier die beiden an. Deep Tone Raptor G vor sich. Riethelm bleibt vor Lukas. Also Abstand zwischen Neon Scorpion und Pascal ist aufgegangen. Das sind da eben gute 3 Sekunden. Und Raptor G und auch Deep Tone, die werden beide noch ein bisschen fahren. Da muss Pascal auf der Strecke vorbei. Ist der Pascal aber deutlich näher gekommen. Nur noch 2 Sekunden. Und Lukas hat auch den Rookie vor sich. Auch das ist nicht optimal für Lukas. Jetzt wird der Klemm von Himbeere und dann kommt Neon Scorpion. Hinter Villa rutscht vom Rookie. Lukas muss da vorbei, so schnell es geht. Sich da ärgern, das ist so leck, da kannst du nicht ganz überholen. Dahinter kommt dann Agro Andi, wie Scratch. Lukas geht jetzt vorbei am Rupi. Noch 15 Runden. Und ob da nochmal ein Konter kommt. Scratch 11,3 Sekunden hinter dem Agro Andi. 32 Sekunden vor Super GT. Und der Jojo ist nochmal 22 Sekunden hinter Super GT. Also sehr einsames Rennen hier. Jojo. Zur Abflug für ihn leider echt nicht. Und der Klemm 6,7 Sekunden vor ihm wäre. Wäre kämpft jetzt gleich gegen Neon Scorpion und Passat. Moin Maxima lieber! Alter Rallye-Fahrer du, ich hoffe dir geht's gut. Ich hoffe dir geht's gut, mein Lieber. Aber ich denke mal ja. Da sind jetzt auch noch Passat jetzt noch 2 Sekunden dahinter, das ist 1,8. Ja, ich kann mich nicht beschweren, ne? Bisschen müde gerade, aber
Ansonsten ganz gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut und dein Hündchen. Aktuell noch 14 rum zu gehen und es ist spannend. Sehr spannendes Rennen hier, gerade wo jetzt hier die Spitzengruppe mitten im Verkehr rausgekommen ist. Auch Neon Scorpion hat jetzt Verkehr. Genauso wie Pascal, Rittel und auch Lukas. Ja, hab ich schon gesehen. Der gute Don Camillo überträgt es ja gerade. Ob es da gleich ein Manöver gibt. Natürlich auch mit Passat super, der jetzt auch aufschießt, weil die beiden kämpfen eigentlich um die Position in mehreren Passat. Aber auch mit Pascal gut, da kommt er vielleicht auch ein bisschen näher, wenn die Mire jetzt hier den Neon Scorpion aufhält. Aber Pascal muss auch erstmal an die Tor vorbei, Raptor G hat er schon. Jetzt könnte es eng werden, nehmen wir Abstand noch 2/10. Und dann wird es jetzt auch irgendwie geschehen. Jo, aber ganz entspannt geht der S-Lang bei. Wir haben uns erstmal frei waren, sind wir kurz zu der Klemme. Und Himbeere kämpft jetzt gegen VW Passat wieder. So wie es auch vorher war. Himbeere muss aber an die Box. Also Passat, der hat noch Sprit. Also gleich Stopp für den wäre Diebter und 3,5 Sekunden dahinter, wo Pascal jetzt vorbeigeht. Na, noch nicht ganz. Er wehrt sich sehr, Diebter. Jetzt geht er aber vorbei. Klepp auch an der Box. Jetzt hat der Rittel die beiden vor sich, die beiden Lambos. Noch 12 Runden. Wir nähern uns zum Ende. Wind hat wieder komplett gedreht. Intensität ist aber gleich geblieben. Ah, da kommt er nicht ran, der Rittel. Lukas ist auf 2 Sekunden rangekommen. 1,5 jetzt sogar, oder? Also Lukas hat es geschafft, hier die Lücke zuzufahren. Vorm Stop waren es mal 6 Sekunden fast. 5,5. Frisch, aber jetzt kommt Lukas wieder näher. Sehen wir gleich schon Lukas im Spiel auftauchen. Pascal hat einen Fehler gehabt. Vor Lukas hat, nee, Quatsch. Lukas hat war gerade schon vor Pascal. Entschuldigung, mein Fehler. Diese beide Lambos jetzt hier gekriegt. Er hat einen Fehler gemacht, da hat er eine Strafe gehabt. Sehr gut, sehr clever. Dann hat er noch 1,5 Sekunden zu Pascal. Oh, und wie Lukas gleich hier durchkommt. Lukas gegen Deeper und Raptor G. Die hier hart am Kämpfen sind.
Passat an der Box und auch die beiden Raptor G und Deep Tone an der Box. Jetzt hat das Ganze hier wieder die richtige Reihenfolge vorne mit 35 Sekunden Neon Scorpion. Pascal mit 1,5 Sekunden auf dem Retail. Der Retail 2 Sekunden jetzt auf dem Lukas. Und der Rookie, der leider an die Box los ist, 5 Sekunden dahinter. Aber den Clem auf der 6. Guck mal bei Passat. Himbeere, wie eng das wird. Ah, gar kein Problem. Himbeere kommt noch ein bisschen weit raus hier. Passat hat wieder auf der 7, beziehungsweise auf der 6, wenn Rookie an der Box war. Und Himbeere 3 Sekunden dahinter. Aber wie. Gerade aus der Box war wohl auch jetzt sein letzter Stop für die letzten 11 Runden. Deep Tone kommt 4,5 Sekunden dahinter auf die Strecke, auf der 9. Der hat natürlich seinen Teamkollegen Raptor G-Nacke auf der 10. Ja, Ocelot, Clemens fährt super. Absolut fehlerfrei, tipptopp. Mit dem halben Sekunde Strafe. Da waren die immer noch 13 Sekunden vor B-Scratch. Auch er fährt hier ein konstantes Rennen, muss man auch einfach sagen. Ganz unauffällig, aber zieht seinen Stiefel durch. Das soll oft sein, ja. Aber wir wissen ja, dass er auch ein flotter Junge ist, wenn er durchzieht und übt. Die Scratch 16 Sekunden immer noch. Boah, Super GT. Ich denke mal, passiert auch nicht mehr allzu viel, außer es gibt nochmal einen Fehler. Und Jojo, nur noch 2 Sekunden der Super GT. Wenn er Jojo zu wünschen auch, hat er echt nicht gehabt. Jetzt an der Box. Vom Material her sind beide gleich unterwegs, also sollte sich nicht viel tun. Und zwar die aktuelle Tabelle an. So sieht es aktuell aus. WS Race. Bisschen Aufwärts, Coyote, 10 Punkte. Ja, alles eng noch, ne? Also, vorne hat sich ein bisschen was getan. Apex ist ein bisschen näher angekommen, Rennmeister. 7 Punkte nur noch. Nameless, ja. Bisschen gebeutelt aktuell. Die sind nur noch 20 Punkte vor Liqui Moly. Liqui Moly ist dann 15 Punkte, ja, vor Coyote Racing Club. Und BS Racing ist 10 Punkte dahinter. Die einzige, die ein bisschen abfallen, ist halt FGR, Free Road Racing, aber vielleicht geht da noch was zwischen Platz 3 und 6, das sind halt nur ein paar Pünktchen, ne? 40 Punkte, ja, ist nicht viel. Wo wir einmal bei Driver of the Day Standing. Aktuell für Retail, Super GT und dann für D-Tone. Ich muss sagen, ja, Retail fährt auch ganz, ganz stabiles Rennen, muss man einfach sagen. Absolut fehlerfrei, gute Manöver. Ein DC und das war's. Ja, ein DC und das war's, genau. Ja, läuft schön, echt. Also, voten weiter fleißig. Hier kommt nochmal der Link. Und ich würde sagen, gucken, was die Spitze macht. Da bleibt der Abstand stabil. Die letzten 9 Runden laufen. Dann gibt's dann noch Interviews. Pascal. Ah, das ist auch noch nicht gegessen gegen Retail. Ja, nur 1,8 Sekunden Abstand. Lukas kommt auch ein bisschen näher. 1,8. Also die Platz 2, 3 und 4. Und ganz durch ist das noch nicht. Clem mit 26 Sekunden zurück. Clem mit einer Strafe. Passat und. Oh, Clem mit dem Abflug.
Problem mit dem Abflug. Und Schaden, Aufklärungsschaden. Das ist echt ärgerlich hier. 9 Runden vom Schluss. Oh, das ist ärgerlich. Wir haben gerade gelobt, der Otto und ich. Und jetzt hat er hier den Front- und Aufklärungsschaden. Passat kommt immer näher. Himmel ist nur 3 Sekunden zurück. Oh, das wird eng für Clem. 9 Runden jetzt noch zu fahren. Das war 8,5. Passt das letzte Mal noch vom Lukas mit der 41.060. Dem wäre 5 Sekunden Vorsprung auf Diebton. Also für Ingrid könnte auch noch Platz nach vorne gehen. Je nachdem, was mit Clem da vorne noch passiert. Wenn der nicht mit Passat kämpft, wir haben noch jetzt 7 Runden. 8 Runden, Entschuldigung. Warte, war noch nie so meins. Dann Diebton und Raptor G, die beiden auf jeden Fall auf einem Niveau unterwegs. Schauen wir mal, was wird. Ja, die beiden, wie gesagt, wie ein Uhrwerk hier, Coyote Racing Club. Da kommt schon der Rupi vor dem Andi und der Rupi hat 8 Sekunden Vorsprung vor dem Andi. Haben wir an die 9 Sekunden vor dem Scratch, also da wird auch nicht mehr so viel passieren. Außer es kommt Abflug, wie wir gerade gesehen haben. Die Scratch 14 Sekunden vor Super GT. Und dann haben wir Super GT 2,8 vor dem Jojo. Da kommt der Jojo jetzt nicht mehr näher. Dann helfen das langsam nach. Dann der Spitze der Abstand jetzt auf 6 Sekunden gewachsen. Neon Scorpion hat nochmal eine halbe Sekunde draufgepackt. Pascal Jannik, hi mein Lieber. Schön, dass du reinschaltest. Aber auch Pascal 1,7 vom Rietelm. Der hat 2,3 Lukas. Lukas hat vielleicht auch eine halbe Sekunde Strafe gerade gekriegt. Musste sich vielleicht noch ein bisschen abreißen lassen. Guck mal, ja, 42,0 gefahren gerade. Das könnte eine Strafe gewesen sein. Der Clem und der Passat, die sind jetzt hier gleich nicht einig. Clem will vorne bleiben, Passat will vorbei und der wird uns auch vorbeigehen. Das sollte relativ leicht sein. Hallo CD Meister, herzlich willkommen im Chat. Selten aber noch wiedererkannt. Und da ist Passat vorbeigegangen. Schade für den Clem, wir haben ihn gelobt, bis dato war es ein Top-Rennen. SBQ11, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaltest. Ja, wir sind in der Endphase der EGTC hier in Rottgensland, meine Lieben. Und Passat hat die Platz 5 geschafft. Da wäre er auch auf jeden Fall gelandet, wenn er nicht mit einmal die Schikane ausgelassen hätte und dann ganz dezent zurückgesetzt wurde. Yeah, oh, Clem, 1,5 Sekunden Strafe. Das wird jetzt für den Himbeere natürlich gleich die Tür öffnen zum Überholen. Da kommt schon Himbeere und der wird jetzt auch vorbeigehen. Himbeere damit auf der 6. Clem auch mit 7 zurückgereicht. Schade für den Clem. Aber das Rennen ist erst zu Ende, wenn das Rennen zu Ende ist. Da wird Himbeere nochmal Platz nach vorne gekommen, der bis dato fehlerfrei hier fährt. Im Sprint ein bisschen Pech gehabt, aber jetzt hier im Hauptrennen läuft es ganz gut für ihn. Da können wir mal gucken. 4 Sekunden zu Deep Tone. Und noch 7 Runden, muss das gleich 6, ob er das schaffen kann. Hoffen wir mal, dass er da durchkommt. Victor Raptor G haben jetzt auch mal ein bisschen Luft gelassen. 1,5 Sekunden zwischen den beiden. Die haben über 4 Sekunden Vorsprung auf den Rupi. Wenn Rupi 8,5 zu Agro Andi, der gerade aus seiner persönlichen Bestzeit fährt mit 42,3. An der Agro Andi, auch er allein unterwegs.
Risiko vor wie Scratch. Gute wie Scratch. Jetzt eine Sekunde vor Super GT. Und ich glaube, der Junge kommt noch mal ein bisschen näher ran. Ja. 2,8 Sekunden nur noch. Kam noch mal näher. Aber 1,8 Sekunden sind doch noch ein Stückchen. Jetzt wieder 2,1 gleich. Schauen wir mal, was die Hitze macht. Gleich 7 Sekunden. Ich glaube, das Ding ist durch. Die letzten 5 Runden hier für Neon Scorpion. Der fährt auch wie ein Uhrwerk. Immer noch 41,2, 41,1, 41,3. Die schlechteste Runde in 41,6. Das heißt schon was. Manche schaffen ja noch 41,6 mit leerem Tank und Quali. Und er fährt das jetzt schlechteste Runde im Dauerlauf. Kann man nur den Hut vorziehen oder halt als Driver of the Day auch mal voten. Pascal 1,3 Sekunden vorm Retail. Beide fahren auch ein Top-Rennen. Nur ein bisschen loser aufmerksam, wie das aussieht. Retail kommt näher, da haben wir ihn. 2 Sekunden vom Lukas. Lukas kämpft sich hier echt ein ab. Von 2,5 Sekunden sind auf 1,8 runtergekämpft. Hier und da noch eine kleine Strafe für Lukas, was sich dann wieder nach hinten wirft. Aber er gibt alles. Und Pascal auch, der will den zweiten Platz nach Hause bringen. Lukas 33 Sekunden vor Passat. Gucci, hallo mein Lieber, herzlich willkommen. Schön, dass du vorbeischaltest. Oder einschaltest. Dame Passat. Auch er mit einem Bombenrennen, trotz des Zurücksetzens, hat er sich wieder auf Platz 5 vorgekämpft. Das hat sich auch sogar 10 Sekunden gekostet. Schon wieder über 4 Sekunden vorm Himbeere. Das kann durchaus passieren. Himbeere jetzt 5 Sekunden vor Deepton. Deepton an Clem vorbei. Der Arm wird jetzt durchgereicht hier kurz vor Ende. Ja, da sehen wir es. Clem gleich auch vom Raptor G aufgeschnappt. Es lohnt sich auch einfach nicht, da nochmal in die Box reinzukommen. Ja, der Clem ist gleich auf Platz 9 durchgereicht. 4 Runden vor dem Ende. Dann kommt Rupi schon, der ist auch nur 5 Sekunden dahinter. Bevor er das vielleicht noch retten kann. Sind halt noch 4 Runden, ne? Rupi 8 Sekunden vor dem Agro Andi. Zahlen wir mal 10, das sind 8, also auch da ändert sich nicht so viel. Immer noch 12 zu be Scratch. Darwin für Nameless unterwegs. 13 Sekunden vor FGR Super GT und der wieder 2,5 für Mio. Den McLaren. Der Junge geben jetzt langsam die Reifen auf. Aber es geht noch, fährt er ganz, ganz lang Stint nach seinem Abflug. Und wir gucken nochmal, was Retail macht. Hat jetzt eine Strafe eingesackt. Das heißt, Pascal hat erstmal Luft. Und Lukas kommt dann ein bisschen näher. Also hier vorne auch alles entspannt. Da gucken wir nochmal, was Web der G und Co. machen. Werden wir jetzt auch da zurückgefallen und Rupi kommt näher. Ja, und so nähern wir uns zum Rennende. Und du musst die 33. oder 32. Runde Rad. Die Spitze vorne gleich schon die 33. Auch Topspeed, der Clem nur bei 2,55, 2,6 Sekunden nur noch Vorsprung.
Gerade waren es über 4. Wird eng für ihn. Beiden das auf jeden Fall im Auge. Die Spitze, 7,5 Sekunden, Leon Scorpion, der jetzt gerade 41,7 gefahren ist. Kann natürlich jetzt auch ein bisschen Gas rausnehmen. Wird das Team hier wohl gewinnen? Dann kommen auch gerade die Gewinner der letzten Rennen. Auftakt von Longa, dann der Extend, dann der Pascal, dann der Rita Runde 4, Extend Runde 5 und jetzt sind Subproject Apex aus mit dem TX3 Neon Scorpion. Das sieht auch schon nach Doppelpodium aus, weil Rita mir souverän auf der 3 fährt. Jeden Angriff von Lukas abwehrt und eher zu Pascal nach vorne sieht als nach hinten im Rückspiegel. Sehen wir auch hier wieder aktuell Abstand 2,2 Sekunden, weil der Rita gerade die Strafe hatte. Auch Pascal konstant unter 1,42 und das mit dem Lambo, das macht das schon sehr gut. Aber der Rita halt dahinter, gerade 42,3 durch die Strafe, ansonsten absolut auf Augenhöhe mit Pascal und Lukas. Lukas hat jetzt hier abreißen lassen müssen, 3,6 Sekunden Abstand. Pascal darf sich nicht einen kleinen Fehler erlauben, dann ist sofort der Rita dran. Da kommt der Lukas, gerade mit 43,5, 42,5 gefahren. Das waren halt die Strafen, die sich eingesammelt hat. An der Passat und der Himbeere auf 5 und 6. Wir sehen auch, dass der Lambo hier die Reifen vorne links und hinten links ganz schön rannimmt. Weil man sagen muss, beim VW Passat sieht es schon deutlich besser aus. Wäre 6,2 Sekunden dahinter und über 4 Sekunden Forschung auf den Ton. Der konstant 42 Mitte. Platz 6 wird er zufrieden sein, in wäre hier. Das Feld besteht ja eigentlich nur aus Lamborghini. Da ist noch ein Benz dabei, ein Aston und ein McLaren. Wir sind zu einem Klemmhaus, der ist jetzt auf die 10 zurückgereicht worden. Fünftürer. Der hat nochmal einen Abflug, glaube ich, nicht als Deutscher, der nämlich vorne links und rechts die Karre platt. Ja, er hat noch mal 10 Sekunden verloren, ist er noch mal abgeflogen. Oh je, und das hier in der vorletzten Runde. Sagen wir mal an die Spitze, die gehen gleich in die letzte Runde. Überholen dann den Jojo noch mal, wenn mich alles täuscht. 8 Sekunden Vorsprung aktuell. Ah, ja, es müsste Jojo sein. So, und damit geht Neon Scorpion auf die Reise ab die letzte Runde. Nochmal eine 41,8 gefahren. Ab geht's. Was macht Pascal? 2,3 vorm Rietelm. Auch er jetzt in letzter Runde. Genauso der Rietelm. Lukas hat abreißen lassen. Der ist jetzt schon 5-6 Sekunden dahinter. Wäre jetzt ja auch noch eine 44,3 nur noch. Robby Passat. Ja, richtig stark von Fahr. Auch von dem Bire. Ja, ist genauso Sascha. Dem Bire hier wird wohl auf Platz 6 ins Ziel kommen, wenn er keinen Fehler macht. Gibton und auch Raptor G, die beiden ja auf 6 und 7 machen es auch echt gut. Wertvolle Punkte wieder im Kampf um die Plätze. Haben wir gesehen. Die Jungs aktuell auf Platz 5 und die sind gut unterwegs. Machen Punkte gut auf Niki Moly. Und auch auf Nameless. Nur Passat ist noch davor. Aber auch WS kann nicht so viel Punkte holen wie die Jungs hier. Da haben wir FGR mit Platz 9, werden sie wohl zufrieden sein. Das andere Auto auf der 12. Clem und Andy. Und auch Super GT und Jojo, da wird sich nichts mehr tun. Und dann bleiben wir jetzt bei der Spitze, da ist sie schon.
würde sagen, den Rest fahren wir mal onboard mit hier beim Neon Skorpion. Die letzten zwei Kurven oder hat er Dinge gewonnen. Souverän gemacht mit guten 8 Sekunden Vorsprung. Klasse, herzlichen Glückwunsch, stark. Aber nicht anders sagen, das war souverän gemacht von ihm. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier. TX3 Neon Skorpion von Project Apex. Glückwunsch! Kann man mal machen, ne? Und dann gucken wir mal, Pascal kommt auf der 2 rein, Rietem auf der 3, auch ein super Rennen. Lukas auf der 4. David Bazzard, auch er mit einem richtig starken Rennen, der jetzt hier auf Platz 5 gleich einlaufen wird. Uport schreibt auch gerade, starke Fahrt von Pra. Ja, kann ich nur zurückgeben. Echt Bombe, beide Fahrzeuge. Oh, Bazzard auch mit Abflug. Top 4 war schon auf einem anderen Niveau. Muss man einfach sagen. Auch VW Passat trotz des Zurücksetzens hier. Sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Dann haben wir einen Himbeere, der hier noch einen Fehler gemacht hat. Himbeere, das wird eng. Bleibt er auf der 6? Nein, Himbeere verpasst auf den letzten Meter. Das war eng. Das war eng, Himbeere. Bleibt der G auf der 9, Dieter auf der 7. Auf der 9, Clem auf der 10. Da bin ich leider gespannt, Abstand zwischen Platz 6 und 7. Clem kommt noch vor seinem Kollegen ins Ziel. Und Don Camillo, herzlichen Dank für den Raid. Danke dir, Don Camillo, mit 28 Zuschauern. Noch was FGR. Von GT macht. Jetzt haben wir auch das Ganze beendet hier. Fahrer sagt, ist der Rietel. Juri auf der 14. Ziel kommen. Also Rietel vor seinem Teamkollegen Fahrer des Tages und der Gewinner ist der Kollege hier. Der Teamkollege TX3 Neon Skorpion. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das kann ich auch gleich zeigen. Das ist kein Problem. Wir gucken mal. Dankeschön, Bullet, nochmal für die Bees. Und wir gucken uns mal eben die Tabelle an. So sieht es jetzt aus. Die endgültige Tabelle kommt natürlich nachher im Discord. Ne? Danke dir, Bullet, für dein Lob. Danke, danke. Und schön, dass ihr dabei wart. Wir machen jetzt gleich noch die Interviews, meine Lieben. Und dafür würde ich sagen, hüpfen wir mal zu den Interviews rüber. Alter Schwede, was ein Tag. Da hat doch Spaß gemacht. Jetzt mal meine Rübe hier ausgeblendet. Ich denke mal, die braucht er jetzt nicht. Wir gucken mal, wer hier gleich reinkommt in den Channel für die Interviews. Und meinst du die Rennergebnisse? Ja, warte, dann gehen wir nochmal zurück. Hier ist ja auch kein Thema. Wollen wir uns nochmal anschauen. Das ist das Rennergebnis. Achso, ja, Entschuldigung. 0,004. Ja, das wollte ich eigentlich auch wissen. Da haben wir es. Das war echt eng zwischen den beiden. Da war ich ein bisschen zu schnell. Und hier der Rest der Truppe. Alle ins Ziel gekommen, kein Disconnect. Das ist doch eine schöne Sache. Und ja. Wir gehen sehr rüber zu Interviews. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gucken wir mal, was die Top 3 sagen. Daraus ist ja der Retail. Damit haben wir die drei hier im Channel gleich. Und man muss sagen, Lukas mit der schnellsten Runde. Auch dünn vor TX3 Skorpion. Echt nicht schlecht. Also ab in die Interviews. Und dann gucken wir mal, was hier gleich geht. So, dann warten wir mal. Da ist schon der Rennsieger. Den können wir uns schon mal anschauen. Sagen, den holen wir uns auch direkt als erstes mal hier rein. Mac Knockback schreibt auch GG. Und sobald da fertig ist hier der Neon Skorpion, sage ich GG an ihn zum Sieg. Hat er nämlich wirklich, wirklich gut gemacht.
Ja, bleibt das. Ich schreibe noch, das Geruckel war echt nervig. Kann ich auch nachvollziehen. Hast du auch vollkommen recht. Das ist schon echt ärgerlich, wenn das so ruckelt. So. Mein Lieber, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Ja, das war mal stark gemacht, ey. Da hast du aber die Nerven behalten und dann deinen Stiefel gefahren und ja, souverän gewonnen, wa? Ja, also ich habe natürlich krass davon profitiert, dass ich am Anfang von Pascal im Windschatten dranbleiben konnte. Weil so konnte ich halt genug Sprit sparen und gleichzeitig eine gute Pace fahren. Ja, das hat man Und auch gesehen, dass du da gut dranbleiben konntest und ein bisschen Sprit gespart hast im Gegensatz zu Pascal. genau. Auch Pascal, Glückwunsch zum zweiten Platz und Riedhelm zum Fahrer des Tages und natürlich zum Podium. Auch von euch beiden eine starke Pace. Ja, Pascal, Danke. was sagst du, Pascal? Am Anfang Windschatten gespendet und dadurch konnte Neon Scorpio und dann natürlich ein bisschen Sprit sparen. Aber Ja. abseits. Ja, sagt er. Ja, er war einfach der Schnellere, was soll ich sagen? Aber ich bin gespannt, was ihr da schon im Sprint gezeigt habt und dann nochmal im Hauptrennen. Also muss man sagen, Hut ab, das hat echt gut ausgeschaut. Und ich denke mal, da seid auch beide mit eurer Leistung zufrieden, oder Pascal? Absolut gar nicht. Okay. Also überhaupt nicht. Also die Pace war gar nicht da heute. Das war wirklich ganz schlimm. Okay. Also eine halbe Sekunde pro Runde hätte da noch sein müssen, mindestens, aber War aber leider nicht. So war es dann sehr war leider spannend für nicht. uns als Zuschauer. Zumindest nach dem ersten Stop hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass es da Probleme geben könnte. Und dann hattet ihr natürlich auch noch Verkehr. Sowohl du, Pascal, auch Lukas. Riedhelm hatte ganz gut Glück, glaube ich, mit dem Verkehr. Und Neon Scorpion sowieso. Oder was sagst du, Riedhelm, mit dem Verkehr? Kamst du gut durch an den beiden Lambos von CRC, oder? Ja, ich hatte das Glück gehabt, dass sie sich beide halt abgeschlossen haben, quasi bevor ich halt lange hinterher gefahren bin. Das war ganz gut. Ja. Aber leider bin ich halt die letzten 10 Runden nur Grütze zusammen gefahren, deswegen konnte ich das gar nicht meinen. Okay. Ja, und Driver of the Day haben die Jungs sich noch gewotet, die Zuschauer. Und muss man auch sagen, sah auch gut von außen aus. Generell die Top 4, die haben ja da schon einen deutlichen Pace-Vorteil gehabt zum Rest des Feldes. Abschließend würde ich sagen, Neon Skorpion, so geht's weiter beim nächsten Rennen oder wie sieht's aus? Hoffentlich, ne? Ist ja halt wieder eine neue Strecke, das heißt, da muss man wieder gucken, wie das Auto oder wie die Autos generell da sind und dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Interview und danke für die tolle Show hier. Hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann natürlich beim nächsten Rennen auch viel Erfolg, viel Spaß. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt vielleicht noch rüber raiden. Ich würde sagen, wir raiden mal hier rüber zu der lieben Madame. Kennt ja auch jeder mittlerweile hier. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Habt Spaß und bleibt gesund, kommt gut in den. Gott, hier Feststelltaste. Kommt gut in den Sonntag hinein. Wir raiden rüber. Und ja, danke fürs Zuschauen, danke für die Bidis, danke für die Follows. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns mit Sicherheit beim nächsten Mal wieder. Oder in nächster Zeit. Und ja, dann viel Spaß bei der Madame. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Ciao, ciao.